Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zeit für Gesundheit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser Thema diesmal aktiv nach Herzinfarkt bei Diabetes oder Krebs, Training als wichtige Therapiesäule. Darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Axel Pressler, Facharzt für Kardiologie, und mit Dr. Martin Marjanovic, Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Schmerztherapie und vieles mehr. Hausherr hier vom Marjanovic-Zentrum an der Töringstraße, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Herr Dr. Pressler, Rehabilitation, wie wichtig ist diese Säule innerhalb der verschiedenen Therapiesäulen auch aus Ihrem Fachgebiet gesehen? Ja, also es ist sicherlich eine ganz zentrale Säule in der Therapie. Man muss natürlich sagen, das Wichtigste, was wir ja eigentlich versuchen, ist, dass es zunächst mal gar nicht so weit kommt, dass jemand eine Rehabilitation braucht. Das wäre so unser absolutes Ideal, muss man sagen. Aber es ist natürlich, es gibt ja Fälle, wo das nötig ist und wo dann diese Säule ganz entscheidend zum Tragen kommt. Also nach Herzinfarkt, nach Ereignissen, wo die Leute dann natürlich, die Patienten extrem profitieren, wenn wir solche Programme anbieten, die in Form von Bewegungsinhalten oder weiteren Beratungen im Bereich Ernährung da stattfinden. Also eine ganz zentrale Säule in den Behandlungsabläufen. Wie schwierig ist es denn, die Patientin oder den Patient davon zu überzeugen, dass man wieder aktiv wird nach einem Vorfall? Da ist auch, denke ich mal, eine gewisse Angst auch da. Was kann ich mir alles zumuten innerhalb so einer Reha? Ja, ich glaube, dass da ein Umdenken stattgefunden hat oder stattfinden muss. Bei vielen ist ja nicht so. Früher hat man ja gesagt, gerade bei internistischen Fällen, nach Herzinfarkten, aber gerade nach Tumoren hat man ja immer gedacht, Ruhe ist das Beste und den Patienten nur nicht überanstrengen. Ich glaube, das hat sich komplett geändert. Heute werden auch Tumorpatienten ganz massiv beübt vom Anfang an. Und wir wissen ja, dass das die Lebenserwartung und den Verlauf ganz entscheidend mitbestimmt im positiven Sinn. Besser, glaube ich, als jedes Medikament, so wie man das aus den Studien heute kennt. Wie muss man sich jetzt so ein Rehabilitationsprogramm genau vorstellen? Es geht ja da auch um maßgeschneiderte Therapien für den entsprechenden Patienten. Das ist ja ganz wichtig, glaube ich, dieser Punkt auch. Ja, ganz richtig. Also man muss natürlich dazu sagen, bei uns in Deutschland ist das immer noch sehr etabliert, dass jetzt unmittelbar nach einem Akutereignis häufig ein stationärer Aufenthalt stattfindet. Das ist in vielen Fällen auch in Ordnung, weil da sozusagen so ein anfängliches auf den Weg bringen mit einem sehr intensiven Programm gemacht wird. Zum Beispiel auch im Jägerwinkel, wo das sehr intensiv gemacht wird mit den Patienten. Da ist es aber ganz wichtig von vornherein, dass man tatsächlich wirklich sehr genau schaut, was liegt für eine Erkrankung vor, welches Stadium, welches Ereignis war das Ausschlaggebende, welche Leistungsfähigkeit liegt beim Patienten vor. Das können wir ja alles sehr, sehr gut messbar machen, also wunderbar. Und daraufhin können wir wirklich schauen, dass für jeden einzelnen Patienten zum Beispiel die geeigneten Trainingsintensitäten gemacht werden, die geeigneten Übungen aus orthopädischer Sicht. Und dann tatsächlich einen Plan aufstellen, den man auch nach einem stationären Aufenthalt, und da kommen wir dann sozusagen ins Spiel, dann weiterführen kann, soll und muss. Und zwar mit entsprechend individuell gestalteten Programmen, bei denen man die Patienten dann über eine ganze Zeit lang begleiten kann. Jetzt hat der Dr. Pressler schon einige Berührungspunkte auch zwischen Kardiologie und Orthopädie angesprochen. Wie ist aus Ihrer Sicht diese Schnittmenge zu sehen, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Patientenbeispiel mal das Ganze festmacht vielleicht? Das ist natürlich ideal, weil die Sportmedizin wird ja weitgehend wahrgenommen als ein orthopädisches Fach. Und das ist mitnichten. Das ist eigentlich eher ein internistisches Fach, eigentlich von der Grundauslegung her. Weil die Sportmedizin ursprünglich kommt eigentlich eher aus der Kardiologie, also aus der Leistungsdiagnostik. Und sportmedizinisch kam dann natürlich zu die Traumatologie, Verletzungen beim Sport, beim Skifahren. Das ist dann der orthopädische Part. Was hier ideal ist, ist, dass wir es beide gemeinsam im selben Haus machen als Team. Und die maßgeblich auch hier dann den Patienten selber beüben, sind ja Sportwissenschaftler. Das natürlich auch Physiotherapeuten, aber die Sportwissenschaftler machen eigentlich diesen sportmedizinischen Teil aus. Und die sind ja ausgebildet in ihrem Studium in beiden. Nicht nur am Rücken und Muskulaturkräftigen, sondern auch, wie bringe ich den Kreislauf nach oben? Wie finde ich das richtige Trainingsprogramm, dass ich die Belastung nicht zu sehr steigere? Und das ist schon ideal, wenn das von beiden Richtungen. Das ist eigentlich Sportmedizin. Nicht nur das Knie, nicht nur das Herz, beides zusammen.
Also so eine Gesamtheit, die man da betrachten muss in dem Fall dann. Genau. Und das ist, kann ich nur bekräftigen, das ist ja das, was den Patienten auch gut tut. Es geht ja nicht darum, jetzt immer nur die Schublade aufzumachen und die Medikamente rauszunehmen. Die sind schon auch wichtig natürlich in den Kontexten, aber es geht darum, dann natürlich auch diese umfassenderen Angebote in dem Bereich vorzuhalten. Wenn wir uns jetzt mal gezielt mit Reha und Trainingsprogrammen befassen, was passiert denn da alles? Wir werden nachher noch auch einen Teil davon mal in einem kleinen Film sehen, aber so vielleicht mal grob erzählt, was gibt es da für Programme? Ja, also eine ganz wesentliche Säule ist natürlich erstmal das Training, weil die Leistungsfähigkeit ist ja mittlerweile auch anerkannt, ein ganz eigenständiger Risikofaktor. Das heißt, der Patient, der jetzt nach einem Herzereignis an seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, die ja leider häufig auch vorher schon nicht ganz so gut war, wird sich entsprechend statistisch auch, also wird sich sozusagen, tut Gutes für seine Lebenserwartung. Das heißt, ein Trainingsprogramm wird gestaltet, was zum großen Teil im Ausdauerbereich zu sehen ist. Das heißt, wir machen entsprechende Fahrradprogramme, wir testen vorher, wo steht der Patient. Wir passen die Protokolle an den Stoffwechsel, an das Leistungsvermögen und bauen das dann natürlich sukzessive über mehrere Wochen auf. Und das wird zum Teil auch intensiv, aber wir fordern den Patienten so, wie er das kann und wie er es manchmal auch soll. Drumherum gepaart mit entsprechender Muskelkräftigung, was sozusagen die zweite große Säule des Bewegungsprogramms ist. Und dann natürlich entsprechend, wie sieht es mit der psychischen Lage aus, auch sicherlich ein Punkt, den man in der Reha sehr bedenken muss und natürlich entsprechend auch den Ernährungsgewohnheiten. Und da wollen wir jetzt mal in ein kleines Trainingsprogramm hineinschauen. Es geht nämlich um das Training auf dem Fahrrad. Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Hier ist jetzt eine typische Szene eines Ausdauertrainings zu sehen in der Rehabilitation, was so die wichtigste Säule des Trainings darstellt, wie wir schon gesagt haben. Hier wird an der Fitness gearbeitet, die ein ganz entscheidender Faktor ist, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder auch bei Erkrankungen wie Diabetes und Krebs. Ganz wichtig ist, dass in der Zeit auch zumindest mal in den ersten Wochen und Monaten Überwachung stattfindet. Wir sehen das hier mit dem EKG, was an den Patienten auch angeschlossen ist und was wir auf dem Monitor die ganze Zeit überwachen können. Es gibt teilweise durchaus noch Risiken, die insbesondere nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkten zu beobachten sind, sodass eine Überwachung mit dem EKG sehr, sehr wichtig ist. Was beim Ausdauertraining gemacht wird, das wird meistens auf dem Fahrrad gemacht. Das kann grundsätzlich auch auf Geräten wie Crosstrainer oder auch mal ein Laufband gemacht werden. Es werden ganz bestimmte Pulse eingestellt, nach denen wir trainieren. Und die Intensität wird auch entsprechend geändert, dass wir uns ganz individuell an die jeweils notwendige Trainingsintensität rantasten können und auch an das, was der Patient leisten soll und leisten muss. Das Ziel ist natürlich, ihn nicht zu überfordern, aber wir wollen durchaus fordern, dass die entsprechende Fitness als wichtiger Risikomarker sich verbessert. Soweit unser Blick auf eine der verschiedenen Trainingseinheiten. Herr Dr. Pressler, jetzt haben wir ja unterschiedliche Indikationen für Vorfälle. Wir haben Herzinfarkt als Thema, Diabetes oder Krebs. Was sind so da die typischen Fälle, mit denen Sie es zu tun haben, bei diesen Erkrankungen auch aus Ihrer Praxis gesehen? Ja, tatsächlich von allen drei und natürlich auch noch mehr. Wir haben uns diese gewählt als entscheidende Erkrankung, die halt viele Leute natürlich auch bewegen und die auch kennen. Es kann auch Bluthochdruck sein, Cholesterin, also alle diese Risikokonstellationen, die davon profitieren. Grundsätzlich ist erstmal der Herzpatient natürlich ein sehr wichtiger Patient und zwar in all seinen Facetten. Das heißt, es geht nicht darum, dass der jetzt nur stabil sein muss, Herzinfarkt haben muss. Wir haben Herzschwäche, wir haben Schrittmacherpatienten, wir haben Rhythmusstörungen dabei. Natürlich die klassischen Herzinfarkte. Aber Sie können im Prinzip Trainingsprogramme heute in jeder Facette anbieten, die Herzerkrankungen mit sich bringen. Der Diabetiker als klassischer Risikopatient, der enorm von Bewegung profitiert, seinen Zucker damit einstellen kann, besser als eigentlich fast mit jedem Medikament, muss man sagen, wenn er es denn richtig macht. Und da brauchen viele einfach eine Anleitung. Und ganz besonders auch der Krebs, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, das war ja auch so, dass man früher gesagt hat, oh, lieber nicht bewegen, weil man vielleicht was schlechter macht, hat sich komplett ins Gegenteil verkehrt. Also Krebspatienten sollen, müssen sich heute bewegen, zum Teil sogar auch während der Therapie. Denn zum einen ist die Leistungsfähigkeit ein ganz wichtiger Marker, dass es den Patienten besser geht. Und zum anderen auch die Müdigkeit, die oft damit verbunden ist, die wird unwahrscheinlich gut bekämpft und den Leuten geht es tatsächlich besser und sie kommen besser durch die Therapien durch. Also da sind wir auch wieder beim Thema Bewegung, ist einfach das A und O und das sollte man nie vergessen, glaube ich. Natürlich, ich meine, da kreuzen wir uns oder da ergänzen wir uns natürlich. Man kann ja die Menschen nicht filettieren. Sie können nicht sagen, das ist ein Herzpatient, dem machen wir nur ein Herztraining. Natürlich ist dann das,
was sozusagen die Leitdiagnose ist, ist das, was auch das Limitierende ist. Ich kann natürlich nicht immer nach einem Herzinfarkt jetzt voll ausbelasten. Da muss man sich langsam hinbewegen. Aber der gesamte Trainingszustand eines Menschen ist natürlich auch ganz entscheidend für den Verlauf einer Erkrankung. Wenn ich in gutem Trainingszustand bin, wenn ich einen Körper habe, der gut belastbar ist. Und bei uns ist es halt von der anderen Schiene her, dass wir zum Beispiel sagen, dass ein Patient, der hat jetzt eine Verletzung oder der hat einen Rückenschmerz oder der hat muskuläre Verspannungen, die werden natürlich auch trainiert. Und dann muss man wieder berücksichtigen, was kann er wieder leisten. Aber insgesamt beüben sie immer den ganzen Körper und wir wissen einfach, Reha geht ja dann über. Das ist ja nicht so, dass man dann irgendwann nach 6 Wochen schaut man auf den Kalender und sagt, so, jetzt ist die Reha zu Ende, jetzt ist es vorbei mit der Therapie, sondern wenn man es gescheit macht, führt man den Patienten dann über. Da ist auch viel ärztliche Führung gefragt, auch Essgewohnheiten, Lebensgewohnheiten ändern, auch Stress abbauen, der Kopf ist ja auch immer dabei, dass er auch weitermacht und dann gehen wir ja schon in die Sekundärprävention über. Die entscheidende ist, ob es nicht wieder ein Ereignis gibt. Was ich auch sehr interessant finde, sind diese Co-Indikationen, die es auch gibt, zum Beispiel Herzinfarkt bei Diabetes, ist, glaube ich, eine ganz riskante Geschichte. Vielleicht ein paar Worte zu solchen Geschichten auch nochmal gesundheitlicher Art. Ja, ich stimme dem auch nochmal zu. Das ist natürlich eine Verzahnung von Dingen, die wir bei vielen Patienten haben und das eruieren wir auch immer bei den Patienten vorher, welche Faktoren liegen vor und wie gehen wir am besten damit um. Diabetes ist einer der klassischen Risikofaktoren, wenn nicht der letztlich zu schweren Herzerkrankungen führt und auch zu frühzeitig recht ausgeprägten Erkrankungen. Und von daher haben wir da eine ganz enge Verkettung dieser beiden. Es ist ja häufig so, diese Kette Übergewicht, wenig Bewegung, Diabetes und dann folgt irgendwann der Herzinfarkt. Und das ist bei Diabetikern einfach extrem häufig. Und das Schöne ist, dass diese Kette eigentlich sehr gut zu durchbrechen ist, indem wir eben solche Maßnahmen anbieten, weil die Patienten extrem gut auf Reha-Maßnahmen ansprechen, sodass der Diabetes profitiert und davon dann natürlich auch als Folge dieser Verkettung die Herzerkrankung. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was ich Dr. Marjanovic auch gefragt habe, wie viel Energie muss man aufwenden, um auch die Patientin oder den Patienten zu überzeugen, ja, ich muss aktiv werden, auch um wieder zu einem glücklichen Leben zu finden nach einem Herzinfarkt oder einer schweren Erkrankung auch? Also eins muss uns natürlich klar sein, die Maßnahmen, die man in diesem Bereich anbietet, sind in gewisser Weise fordernd. Das ist so. Es ist sicherlich leichter, morgens eine Tablette zu nehmen und zu meinen, jetzt mache ich alles gut. Aber sie sind unglaublich erfüllend und unglaublich erfolgversprechend. Und das ist was man den Patienten wirklich auch vermitteln muss. Und dann muss man sie das erleben lassen. Und das kann man ganz hervorragend mit Trainingsprogrammen. Wenn wir Herzpatienten zum Beispiel aufs Fahrrad setzen und vorher, nachher Messungen machen mit Leistungsfähigkeit, dann können sie das den Menschen tatsächlich vor Augen führen, wie weit sie gekommen sind. Und das ist teilweise wirklich extrem beeindruckend. Es ist eine gewisse Aufgabe, weil der Mensch, muss man natürlich sagen, neigt zu einer gewissen Trägheit sicherlich. Aber man muss einfach sehen, dass das ganz entscheidende Erfolge bringen kann. Und wir versuchen natürlich, den Patienten da zu führen. Und ganz wichtig dabei ist, dass man den Patienten auch klar macht, sie müssen diese Parameter wie Fitness oder Leistung, müssen sie messen, wie sie den Blutdruck messen. Und so sehen wir die Leute auch wieder nach 2, 3, 4 Monaten, je nach gewissen Abständen, um das messbar zu machen. Und damit auch mit den Patienten reden zu können, ihnen das zu veranschaulichen und es in die gleiche Ebene zu bringen wie Blutdruck und Cholesterin. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und wir sind nun mal ein Volk, das einen technischen Hintergrund hat. Wir sind ja auch die Erfinder und die Bastler. Und deswegen, die Leute möchten auch gern das gemessen haben. Also das nur für sich wahrnehmen ist oft nicht genug. In der Orthopädie machen wir das mit Oberflächenmessungen der Muskelkraft. Das kann man vor dem Training machen, das kann man nach dem Training machen und dann wirklich in Diagrammen und auch in Prozentzahlen sagen, um wie viel sich die Kraft gebessert hat. Das machen auch die Sportwissenschaftler. Und es gibt natürlich einen unheimlichen Schub. Was teilweise schwierig ist, ist gewisse Lebens
Formen sich abzugewöhnen. Das hat, wir sagen in der Medizin, das hat einen edukativen Effekt, also einen erzieherischen, haben wir ja auch gern bei uns, diese erzieherische. Aber es ist natürlich klar, dass dazu auch sowas gehört, dass man sich das Rauchen abgewöhnt. Bei vielen, gerade bei Herzinfarktpatienten, aber auch bei Schlaganfall mit neurologischen Problemen, da ist dann der Arzt schon gefordert, auch den Patienten dahin zu bekommen. Und das ist oft schwieriger, als ihn ins Trainingsprogramm zu kriegen. Wie gesagt, das Entscheidende ist, dass er auch hinterher weitermacht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier ins Haus komme und ich sehe Patienten, die mal bei uns waren, wirklich zum Therapieren. Und sie kommen regelmäßig mit ihrem Täschchen hier reingelaufen, gehen dann in den dritten oder vierten Stock und trainieren selbstständig und eigenverantwortlich. Wenn man die Patienten dahin bekommt, dann ist man erfolgreich gewesen. Es darf nicht nach der akuten Phase abreißen. Und ich denke mal, es gibt ja auch nichts Schöneres für einen Mediziner, wenn Sie mir sicherlich recht geben, als glückliche Patienten zu sehen, die selber glücklich über die Erfolge sind, was natürlich dann auch viel positive Energie erzeugt in dem Fall. Wenn man dann sieht, den Schritt habe ich jetzt schon gemacht in meinem ganzen Programm. Ja. Und Sie können das den Patienten auch zum Teil wirklich hervorragend veranschaulichen. Wir haben immer wieder Patienten, die nach dem Herzinfarkt zum Beispiel noch eingeschränkte Beweglichkeit des Herzmuskels haben und nach 4-5 Wochen Training schauen Sie das nach und das ist quasi weg. Schönes Erlebnis für den Arzt, aber besonders natürlich auch für den Patienten. Und was der zweite Effekt ist, ist ja auch wieder so, viele haben sich ja lange nicht bewegt. Das dürfen Sie ja nicht vergessen. Gerade die Diabetiker, gerade Übergewichtige, viele Leute mit Herzproblemen, haben ja wenig getan. Es ist ja auch von der Wahrnehmung her ein unglaublich toller Effekt für den Betroffenen, wenn er plötzlich Gewicht verliert, wenn er merkt, er kann jetzt aufs Fahrrad oder auf den Crosstrainer. Die Zeit verlängert sich, die Belastbarkeit ist besser. Das gibt vielen auch einen richtigen Hype, muss man sagen. Plötzlich entdecken sie ihren Körper wieder. Wenn sie sich nicht bewegen, haben sie Probleme mit den Knien, haben Probleme mit den Hüften, trauen sich nichts mehr zu. Und diesen Teufelkreis zu durchbrechen, ist also ganz entscheidend. Und zwar von beiden Seiten, vom Bewegungsapparat und wie vom Herzen. Das Filetieren funktioniert nicht. Wir wollen an dieser Stelle jetzt nochmal in einen kleinen Film hineinschauen. Und diesmal dreht sich alles um das Krafttraining, auch ein ganz wichtiger Baustein. Hier sehen wir jetzt die zweite wichtige Säule des Rehabilitationstrainings neben dem Ausdauertraining, was die Basis darstellt. Ein Ausdauertraining sollte aber nach Möglichkeit immer ergänzt werden mit einem rehabilitativen Krafttraining. Krafttraining stabilisiert die Muskulatur, Krafttraining fördert die Kraft für den Alltag, fördert die Stabilität der Knochen, ist auch gut gegen Osteoporose. Das heißt, vielfältige Wirkungen, die das Steigern der Fitness sehr gut unterstützen können. Wir sehen hier ein Beispiel, wie man das Unterarmschnitt für die Bauchmuskeln durchführen kann. Man geht an Geräte beim Krafttraining, man dosiert das Krafttraining so, dass der betroffene Patient etwa so nach 15 Wiederholungen einer Übung ein gewisses Müdigkeitsgefühl verspürt. Was man nicht machen sollte, ist das Krafttraining so zu dosieren, dass man sehr, sehr schwere Gewichte auflegt, weil das unter anderem für Blutdruck und entsprechend auch für den Kraftzuwachs in diesem Fall kontraproduktiv ist. Also ein sehr wohldosiertes Krafttraining, was unter Anleitung stattfinden sollte, um entsprechend auch die Muskelstabilität zu fördern. Jetzt haben wir einen weiteren Baustein gesehen in Form eines Therapieprogramms. Krafttraining war jetzt hier der Schwerpunkt. Mal vielleicht da ein paar Akzentuierungen. Was gibt es da alles für Möglichkeiten, um sich auch wieder fit zu machen nach Vorfällen der gesundheitlichen Art? Also jetzt für den Herzbereich mal gesprochen. Ja, Dr. Meyer spricht da für die Orthopädie. Auf die Orthopädie noch kommen. Also für den Herzbereich ist. Also die Säule, haben wir vorhin schon gesehen, ist zunächst mal das Ausdauertraining. Das Krafttraining bringt aber ein paar ganz entscheidende Dinge dazu. Zum einen ist es so, dass der Herzmuskel selber extrem davon profitiert, wenn die anderen Muskeln stark sind. Die können nicht nur dann besser Energie aufnehmen und verarbeiten, sondern es wird dadurch auch die Arbeit für das Herz erleichtert. Das heißt, das Herz kann diese Muskeln tatsächlich dann wieder besser durchbluten. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Säule. Und zusätzlich zum Ausdauertraining wird auch die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Muskels gesteigert durch das Krafttraining, was ein sehr wichtiger Indikator ist fürs Leistungsvermögen. Und natürlich ist es ganz klar so, und da ist dann natürlich ein ganz klarer Schnittpunkt auch,
es wird einfach wieder ermöglicht, Bewegungen und Dinge im Alltag zu vollziehen, die man vielleicht vorher durch eine langjährige Herzerkrankung gar nicht machen konnte. Wir reden ja zum Teil von Patienten, die wegen einer gewissen Schwere einer Herzerkrankung vielleicht auch Dinge gar nicht mehr machen konnten, die den Alltag betreffen. Und das fördern sie ungemein durch das Krafttraining. Das ist ein ganz entscheidender Beitrag auch in dem Programm. Da sind wir eben wieder, wie Sie schon gesagt haben, bei diesen ganz engen Verzahnungen. Alles ergänzt sich miteinander natürlich. Und vice versa, genau so ist es. Klar, bei uns ist das auch ein essentieller Teil unserer Therapie. Schlechte Gelenke, schlechter Rücken, wobei ich immer das schlecht einschränken will, weil irgendwann ist es bei jedem schlecht. Und trotzdem hat nicht jeder Beschwerden und großteils auch deswegen, weil er muskulär so gut kompensiert ist, dass die Gelenke entlastet werden. Und der Side-Effekt, das sage ich auch immer den Patienten, ich sage gleich von Anfang an Bewegung. Heilung in der Orthopädie, aber im ganzen Körper ist an Bewegung geknüpft. Wir haben ein Bewegungs- und kein Ruheapparat. Auch nach Verletzungen schnell ins Training bringen. Und da geht es auch wieder darum, wenn ich natürlich den Patienten trainiere, trainiere ich sein Herz-Kreislauf-System, mache ihn leistungsfähiger, mache ihn von seiner Selbsteinschätzung, wie fähig er fürs Training ist, leistungsfähiger. Und so schließt sich wieder der Kreis. Und ich habe eigentlich vom Gehirn bis zur großen Zehe etwas für meinen Körper getan. Und das ist wichtig. Und wenn wir nochmal auf diese ganzen Risikofaktoren kurz zu sprechen kommen, die wir ja auch schon ein bisschen angesprochen haben, also Rauchen, schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, was ja, glaube ich, von vielen doch unterschätzt wird, ist der unterschwellige Stress. Das ist, glaube ich, auch so eine versteckte Gefahr auch irgendwie, die so uns immer umgibt bei unserem ganzen Lebenswandel, denke ich. Ja, dem stimme ich auch vollkommen zu. Also Stress ist zwar zum einen natürlich immer ein wenig schwierig messbar, weil man natürlich verschiedene Arten von Stress haben kann. Aber wenn man es jetzt trotzdem sozusagen mal in einen Topf schmeißt, dann ist das etwas, was viele Menschen heute belastet, ganz klar. Und was auch in der Kardiologie immer mehr anerkannt wird. Das ist der Umweltstress, das sind Sachen, die natürlich jetzt auch viel durch die Medien gehen. Das ist der Berufsstress. Es hat jetzt interessanterweise vor kurzem eine Studie gegeben, die gesagt hat, dass der berufliche Stress, der sich ja nicht immer vermeiden lässt, tatsächlich auch mit mehr Herzinfarkten versehen ist. Und das ist eine Säule, an der muss man ganz extrem auch arbeiten. Da hilft natürlich auch die Bewegung, aber da muss man auch mit den Leuten sprechen, entsprechende Beratungen machen, die psychosoziale Seite ausloten. Wird immer mehr ein anerkannter Risikofaktor, der viel mit Herzerkrankungen tatsächlich zusammenhängt und der auch beachtet werden muss. Ich habe mal gelesen, dass Stress ist ja nicht nur beruflicher, es gibt ja auch viel familiären Stress und diese Dinge, dass das Äquivalent von einer Schachtel Zigaretten am Tag ist. Das scheint jetzt die Vergleiche, gut, die sind natürlich sehr, sehr bildlich. Vielleicht sind es auch nur 10 Zigaretten, aber eindeutig so. Da muss ich auch wieder übergehen zu den neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn ich das so sehe in der Umgebung, auch bei mir selber, dass sie eigentlich nie nicht erreichbar sind heutzutage, permanent meinen, was zu versäumen, wenn sie jetzt nicht aufs Handy schauen. Und damit hat man eigentlich nie mehr die Rückzugsmöglichkeit, die man vielleicht früher hatte. Und klar, der Körper, den Menschen muss man ganzheitlich sehen und das Gehirn bestimmt Erkrankungen entscheidend mit und vor allen Dingen auch die Verläufe, wie sie hinterher sich rehabilitieren oder wie die nächste Prävention läuft. Ein schönes Schlusswort. Gehört dazu. Wir sind schon wieder am Ende. Meine Herren, vielen Dank. Schade. Für diesen spannenden Einblick. Wir wiederholen das nochmal mit weiteren Themen, weil das ist wirklich ein sehr spannendes Feld auch, Kardiologie, Crossover mit der Orthopädie. Danke für diese spannenden Informationen, meine Herren, und für diese Sendung, für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, das war Zeit für Gesundheit für heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an folgende Adresse, redaktion@muenchen.tv. Und alle unsere Sendungen können Sie natürlich noch einmal in unserer Mediathek unter www.muenchen.tv anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.